Küsschen deck dich, Goldesel und Knubbel aus dem Sack. Ein Märchen der Gebrüder Grimm. Gelesen von der Klasse 3G der Grund- und Mittelschule Bechhofen. Vor alten Zeiten war ein Schneider, der 3 Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch nach der Reihe. Einmal brachte sie der älteste Sohn auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war, heimzugehen, fragte er: »Ziege, bist du satt?« Die Ziege antwortete: »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« »So komm nach Hause«, sprach der Junge, fasste sie am Strickchen, führte sie in den Stall und band sie fest. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege ihr gehöriges Futter?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, sie mag kein Blatt.« Der Vater aber wollte sich selber überzeugen, ging hinab in den Stall, streichelte das liebe Tier und fragte: »Ziege, bist du auch satt?« Die Ziege antwortete: »Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräblein und fand kein einziges Blättlein. Mäh, mäh.« Am anderen Tage war die Reihe am zweiten Sohn. Der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen, und die Ziege fraß sie rein ab. Abends, als er heim wollte, fragte er: »Ziege, bist du auch satt?« Die Ziege antwortete: »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« »So komm nach Haus«, sprach der Junge, zog sie heim und band sie im Stall fest. Nun sagt der alte Schneider: »Hat die Ziege gehöriges Futter?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist satt, sie mag kein Blatt.« Der Schneider wollte sich darauf nicht verlassen, ging hinab in den Stall und fragte die Ziege: »Bist du auch satt?« Die Ziege antwortete: »Oh, wann soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräblein und fand kein einziges Bettlein. Mäh, mäh.« »Der gottlose Bösewicht«, schrie der Schneider, »so ein frommes Tier hungern zu lassen.« Lief hinauf und schlug mit der Elle den Jungen zur Haustür hinaus. Die Reihe kam jetzt an den dritten Sohn. Er wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laube aus und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er die Ziege: »Bist du auch satt?« Die Ziege antwortete: »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« So kam er nach Hause. Sagte er und führte sie in den Stall und band sie fest. Nun, sagte der alte Schreiner, hat die Ziege ihre gehöriges Futter? Oh, antwortete der Sohn, die ist so satt, die mag kein Blatt. Der Schneider traute, ging hinauf und fragte Ziege: »Bist du auch satt?« Das bosshafte Tier antwortete: »Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über die Gräblein und fand kein einziges Blättlein. Mäh, mäh.« »Oh, die Lügenbrut«, rief der Schneider, »einen so gottlosen und pflichtvergessen wie der andere, ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben.« Und vor Zorn ganz außer sich sprang er hinauf und gerte den armen Jungen mit der Eile den Rücken so gewaltig, dass er zum Haus hinaussprang. Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am anderen Morgen ging er hinab in den Stall, liebkoste die Ziege und sprach: »Komm, mein liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen.«
Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken und unter Schafrippe. Und was sonst die Ziegen gern fressen, da kannst du dich einmal nach Herzenslust sättigen, sprach er zu ihr und ließ sie weiden bis zum Abend. Da fragte er: Ziege, bist du satt? Sie antwortet: Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Meh, meh. So komm nach Hause, sagt der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest. Als er wegen ging, kehrte er sich noch einmal um und sagte: Nun bist du doch einmal satt. Aber die Ziege macht es ihm nicht besser und rief: Wie sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einziges Blätterlein. Meh, meh. Als der Schneider das hörte, stutzte er und sah wohl, dass er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. Warte, rief er, du undankbares Geschöpf. Dich vorzujagen ist noch zu wenig. Ich will dich zeichnen, dass du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr darfst sehen lassen. In einer Hast sprang er hinauf, holte sein Bartmesser, seifte der Ziege den Kopf ein und schor sie so glatt wie seine flache Hand. Und weil die Elle zu ehrenvoll gewesen wäre, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, dass sie in gewaltigen Sprüngen davonlief. Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saß, verfiel in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gern wieder gehabt. Aber niemand wusste, wo sie hingeraten waren. Der Älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Da lernte er fleißig und unverdrossen. Und als seine Zeit herum war, dass er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das gar kein besonderes Ansehen hatte und vom gewöhnlichen Holz war. Aber es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach, Tischchen, deck dich, so war das gute Tischchen auf einmal mit sauberen Tüchlein bedeckt und stand da ein Teller und Messer und Gabel daneben und Schüsseln mit gesottetem und gebratenem, so viel Platz hatten und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, dass einem das Herz lachte. Der junge Gesell dachte, damit hast du genug für dein Lebtag so guter Dinge in der Welt umher und bekümmerte sich gar nicht darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht und ob es etwas darin zu finden war oder nicht. Wenn es ihm gefiel, so kehrte er gar nicht ein, sondern im Felde, im Wald, auf einer Wiese, wo er Lust hatte, nahm er sein Tischchen vom Rücken, stellte es vor sich und sprach, deck dich. So war alles da, was sein Herz begehrte. Endlich kam es ihm in den Sinn. Er wollte zu seinem Vater zurückkehren. Sein Zorn würde sich gelegt haben. Mit dem Tischchen deck dich würde er ihn gern wieder aufnehmen. Es trug sich zu, dass er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war. Sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen, sonst würde er schwerlich noch etwas bekommen. Nein, antwortete der Schreiner, die paar Bissen will ich euch nicht vor den Mund nehmen. Liebe sollt ihr meine Gäste sein. Sie lachten und meinten, er trieb seinen Spaß mit ihnen. Er aber stellte sein hölzernes Tischchen mitten in die Stube und sprach, Tischchen, deck dich! Augenblicklich war es mit Speisen besetzt, so gut wie es der Wirt nicht hätte herbei schaffen können und wovon der Geruch den Gästen lieblich in die Nase stieg.
zugegriffen. Liebe Freunde, sprach der Schreiner. Und die Gäste, als sie sahen, wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten, rückten heran, zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. Und was sie am meisten verwunderte, wenn eine Schüssel leer geworden war, so stellte sich gleich von selbst eine volle an ihren Platz. Der Wirt stand in einer Ecke und sah dem Dingen zu. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte, dachte aber, einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl brauchen. Der Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht. Endlich legten sie sich schlafen. Und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte sein Wünschtischchen an die Wand. Dem Wirt aber ließen seine Gedanken keine Ruhe. Es fiel ihm ein, dass in seiner Rumpelkammer ein altes Tischchen stände, das gerade so aussähe. Das holte er ganz sanft herbei und vertauschte es mit dem Wünschtischchen. Am anderen Morgen zahlte der Schreiner sein Schlafgeld, packte sein Tischchen auf, dachte gar nicht daran, dass er ein falsches hätte, und ging seine Wege. Zum Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. »Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?« sagte er zu ihm. »Vater, ich bin ein Schreiner geworden, ein gutes Handwerk«, erwiderte der Alte. »Aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Vater, das Beste, was ich mitgebracht habe, ist das Tischchen.« Der Schneider betrachtet es von allen Seiten und sagte, »Daran hast du kein Meisterstück gemacht, das ist ein altes und schlechtes Tischchen.« »Aber es ist ein Tischchen, deck dich«, antwortete der Sohn. »Wenn ich es hinstelle und sage ihm, es soll sich decken, so stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und ein Wein dabei, der das Herz erfreut. Ladet nur alle Verwandten und Freunde ein, die sollen sich einmal laben und erquicken, denn das Tischchen macht alle satt.« Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischchen mitten in die Stube und sprach, »Tischchen, deck dich«, aber das Tischchen regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderes Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkt der arme Geselle, dass ist ihm das Tischchen vertauscht war, und schämte sich, dass er wie ein Lügner dastand. Die Verwandten aber lachten ihn aus und mussten ungetrunken und ungegessen wieder heimwandern. Der Vater holte seinen Lappen wieder herbei und schneiderte fort. Der Sohn aber ging bei einem Meister in die Arbeit. Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister, »Weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir ein Esel von einer besonderen Art. Er zieht nicht am Wagen und trägt auch keine Säcke. Wozu ist er denn Nutze?« fragt der junge Geselle. »Er speit Gold«, antwortete der Müller. »Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst, Brittle Britt, so speit dir das gute Tier Goldstücke aus hinten und vorn. Das ist eine schöne Sache«, sprach der Geselle. »Danke«, dem Meister, und zog ihn die Welt, wenn er Gold nötig hatte. Brauchte er nur zum Esel Brickle Britt zu sagen, so regnete es Goldstücke, und er hatte weiter keine Mühe, als sie von der Erde aufzuheben.
wo er hinkam, war ihm das Beste gut genug und je teuer, je lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er sich eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, dachte er, du musst deinen Vater aufsuchen, wenn du mit den Goldesel kommst. So wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen. Es trug sich zu, dass er in dasselbe Wirtshaus geriet, in welchem seinem Bruder das Tischchen vertauscht war. Er führte seinen Esel an der Hand und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden. Der junge Geselle aber sprach, gebt euch keine Mühe, meinen Grauschimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihn auch selbst an, denn ich muss wissen, wo er steht. Dem Wirt kam es wunderlich vor und er meinte, einer, der seinen Esel selbst besorgen musste, hätte nicht viel zu verzehren. Als aber der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er sollte nur etwas Gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das Beste, was er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre. Der Wirt wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke musste er zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Gold war eben zu Ende. Warte einen Augenblick, Herr Wirt, sprach er. Ich will nur gehen und Geld holen. Nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt wusste nicht, was das heißen sollte. War neugierig, schlich ihm nach und da der Gast die Stalltür zugeriegelte, so guckte er durch ein Astloch. Der Fremde breitete unter den Esel das Tuch aus, auf Prickleberg und augenblicklich fing das Tier an, Gold zu speien. Von hinten und vorne, dass es ordentlich auf die Erde herabregnete. Ei, da draus, sagt der Wirt. Aber da sind die Dukaten bald geplägt. So ein Geldbeutel ist nicht übel. Der Gast bezahlte seine Zechen und legte sich schlafen. Der Wirt aber schlich in der Nacht herab in den Stall, führte den Mützenmeister weg und band einen anderen Esel an seiner Stelle. Den folgenden Morgen in der Früh zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wieder sah und ihn gerne aufnahm. Was ist aus dir geworden, mein Sohn? Fragte der Alte. Ein Müller, lieber Vater, antwortete er. Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht? Weiter nichts als einen Esel. Esel gibt es hier genug, sagt der Vater. Da wäre mir eine gute Ziege lieber gewesen. Ja, antwortet der Sohn, aber es ist kein gemeiner Esel, sondern ein Goldesel, wenn ich sage. Prickle, prick, so speit euch das gute Tier ein ganzes Tuch voller Goldstücke. Lasst nur alle Verwandten herbeirufen. Ich mache sie alle zu reichen Leuten. Das lasse ich mir gefallen, sagt der Schneider. Dann brauche ich mich mit der Nadel nicht weiter zu quälen. Sprang selbst fort und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, hieß sie der Müller Platz machen, breitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. Jetzt gebt acht, sagt er und rief, prick, le prick. Aber es waren keine Goldstücke, was herabfiel. Und es zeigte sich, dass er es hier nicht von der Kunst verstand. Denn es bringt nicht jeder Esel so weit. Und da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah, dass er betrogen war und bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heimgingen, als sie gekommen waren. Es blieb nichts übrig, der Alte musste wieder nach der Nadel greifen und der Junge sich beim Müller verdingen. Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen und weil es ein kunstreiches Handwerk ist,
müsste er am längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihn in einem Briefe, wie schlimm es ihnen ergangen wäre und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schönen Wunschdinge gebracht hätte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, so schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten, einen Sack und sagte, es liegt ein Knüppel darin. Den Sack kann ich mir umhängen und er kann mir gute Dienste leisten. Aber was soll der Knüppel darin? Der macht ihn nur schwer. Das will ich dir sagen, antwortete der Meister. Hat dir jemand etwas zuleide getan, so sprich nur Knüppel aus dem Sack. So springt dir der Knüppel darauf unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf den Rücken herum, dass sie sich 8 Tage lang nicht regen und bewegen können. Und er lässt er nicht ab, als bis du sagst, Knüppel in den Sack. Der Geselle dankte ihm, hing den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er, Knüppel aus den Sack. Alsbald sprang der Knüppel heraus und klopfte einen nach den anderen den Rock oder Wams gleich auf den Rücken aus und wartete nicht erst, bis er ihn ausgezogen hatte. Und das ging so geschwind, dass er sich's einer versah, die Reihe schon an ihm war. Der junge Drechsler langte zur Abendzeit in dem Wirtshaus an, wo seine Brüder waren betrogen worden. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen habe. Ja, sagte er, man findet wohl ein Tischchen deck dich, ein Goldesel und dergleichen lauter guten Dinge, die ich nicht verrate. Aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erborgen habe und mit mir da in einem Sack führe. Der Wirt spitzt die Ohren. Was in aller Welt mag das sein, dachte er. Der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt. Den sollte ich billig auch noch haben, denn alle guten Dinge sind rein. Als Öffnungszeit war, streckte sich der Gast auf die Bank und legte seinen Sack als Kopfkissen unter. Der Wirt, als er meinte, der Gast liege in tiefem Schlaf, ging herbei, ruckte und so ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen anderen unterlegen könnte. Der Drechsler aber hatte schon lange darauf gewartet. Wie nun der Wirt einen herzhaften Ruck tun wollte, rief er, Knüppel aus dem Sack. Alsbald fuhr das Knüppelchen heraus, dem Wirt auf den Leibe und rieb ihm die Nähte, dass es eine Art hatte. Der Wirt schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm den Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zu Erden fiel. Da sprach der Drechsler, wenn du das Tischlein deck dich und den Goldesel nicht wieder herausgibst, so soll der Tanz von Neuem angehen. Ach nein, rief der Wirt ganz kleinlaut, ich gebe alles gerne wieder heraus. Lass nur den verwünschten Kobold wieder in den Sack kriechen. Da sprach der Geselle, ich will Gnade für Recht ergehen lassen, aber hüte dich vor Schäden. Dann rief er Knüppel in den Sack und ließ ihn ruhen. Herr Drechsler zog am anderen Morgen mit dem Tischchen deck dich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wieder sah und fragte auch ihn, was er in der Fremde gelernt hätte. Lieber Vater, antwortete er, ich bin ein Drechsler geworden. Ein kostbares Handwerk, sagte der Vater. Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht? Ein kostbares Stück, lieber Vater, antwortete der Sohn. Einen Knüppel in dem Sack. Was rief der Vater? Einen Knüppel, das ist der Mehrwerter, den kannst du dir vor jedem Baum verschwinden. Aber sage ich Knüppel aus dem Sack, so springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es
nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz und lässt nicht eher nach, als bis er auf der Erde liegt und um gut Wetter bittet. Seht hier, hier, mit diesem Knüppel habe ich das Türchen deck dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft, die der typische Wirt meinen Brüdern abgenommen hätte. Jetzt lass sie beide rufen und lade alle Verwandten ein. Sie speisen und trinken und will ihnen die Taschen noch mit Gold füllen. Der alte Schneider wollte nicht recht trauen, brachte aber doch die Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder: Nun, lieber Bruder, sprich mit ihm. Der Müller sagte: Brickle Britt, und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab. Als käme ein Platzregen und der Esel hörte nicht eher auf, bis alle so viel hatten, dass sie nicht mehr tragen konnten. Ich seh's dir an, du wärst auch gerne dabei gewesen. Dann holte der Drechsler das Tischchen und sagte: Lieber Bruder, nun sprich mit ihm. Und kaum hatte der Schneider Tischchen deck dich gesagt, so war es gedeckt und mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch nie keine in seinem Haus erlebt hatte. Und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht und waren alle lustig und vergnügt. Der Schneider verschloss Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einen Schrank und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herrlichkeit.